Ein großes Fragezeichen, das herrscht nach dem Tod von Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Wie soll es denn nun im Sport- und Medienbereich weitergehen? Und die thailändische Eigentümerfamilie Yovidaya, die hat hier einen Prozentsatz von 51 am Konzern. Dietrich Mateschitz hat nur 49%. Umso größer ist nun die Sorge, dass die thailändische Familie wenig Interesse daran hat, in den Medienbereich, beispielsweise in den Sender Servus TV oder auch in den Sport, beispielsweise Red Bull Salzburg oder Red Bull Leipzig, zu investieren. Dietrich Mateschitz scheint für diesen Fall aber schon vorgesorgt zu haben, denn es soll hier eine entsprechende Stiftung geben. Die trägt den Namen Kunst und Kultur DM Privatstiftung. Durch diese Privatstiftung, die hohe dreistellige Millionenbeträge erhalten haben soll, damit sie die entsprechenden finanziellen Mittel hat, soll sowohl der Medienbereich als auch der Sportbereich für die Zukunft abgesichert sein. Wir haben uns natürlich exklusiv für Sie angeschaut, wie sieht es denn aus mit der vorliegenden Stiftungsurkunde und vor allem, was ist der Sinn und Zweck dieser Stiftung? Es gibt mehrere Punkte in der Stiftungsurkunde, die für den Zweck angeführt werden. Unter anderem ist es die Förderung des demokratischen Staatswesens durch staatsbürgerliche Bildung, Erwachsenen- und Volksbildung, Heimatkunde und Heimatpflege, Kunst und Kultur, Umweltschutz, Völkerverständigung und auch der Programmpunkt Sport wurde noch dazugenommen. Interessant ist auch das Detail, wer ist der Begünstigte beim Kunst und Kultur DM Privatstiftung. Das ist nämlich nicht, wie es vielleicht viele erwartet hätten, der Sohn Marc Mateschitz, sondern es soll die Allgemeinheit sein. Viele offene Fragen, die es an dieser Stelle noch gibt, vieles, das es noch zu klären gilt und vor allem auch, wo liegt der Interessensbereich der thailändischen Miteigentümer.